Blub blub Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dust in Elysian Tale. Im letzten Part haben wir richtig viel Story erfahren. Wir wissen nun, wer Dust ist. Und ja, haben jetzt dieses neue Gebiet freigeschaltet, das Dämmerlandbecken. Ich weiß noch nicht, ob ich da wirklich hin soll. Sollen wir, Leute? Es gibt noch so viel zu tun, so viel. Das würde ich schon gerne noch machen und ich weiß nicht, ob man danach noch weiterspielen kann. Das wäre super. Ja, ich habe nochmal einen Sicherheitssafe gemacht, insofern, ja, okay, komm, wir gehen einfach weiter. Ich habe nicht rausgefunden, ob es mehr Enden gibt. Leider, leider. Oh, wir sind Kapitel 5. Ich wusste, dass es 5 gibt. Legende. Geil. Vielleicht sammle ich auch nicht alles, zumindest nicht onscreen. Mal gucken. Mal schauen, wie ich Lust habe. Wow. Oh Leute, das sieht so genial aus. Was zur Hölle? Halt! Who goes? Oh, it's you. Apologies, Miss Robin. Please, enter. Das ist einer der Mondblüter. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, Fuse sah ähnlich aus. Er hatte nur diesen Anzug drüber. Ha, sehr cool. Arme Sau, sag ich dir nur. Was zur Hölle? Ich will euch erledigen. Blitzen. Mein Gott, sind das jetzt viele Krieger, Leute. Hammerhart. Okay, es scheint sehr stark aufs Ende zuzugehen. Oh mein Gott. We welcome your presence, Zen Mithrarin. Preparations for war are nearly complete. Wow, also vielleicht geht es hier doch sehr schnell dem Ende zu. Mal gucken, vielleicht hänge ich da noch ein paar Bonusparts dran oder so. Mal schauen. Ist das alles, was noch übrig ist? Surely you have more soldiers than this. General Gaius is nothing if not thorough. His forces have exterminated most Moonbloods from this land. We are all that's left. How do you expect to win with so few soldiers? We cannot. That's why we created Zen Mithrarin. You, Dust, will turn the tide. Yeah. Well, no pressure or anything. Yeah. Ja, genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Er ist eigentlich nur eine Kreation. Das ist. Und er wird auch so behandelt, wie so ein Werkzeug eben und nichts anderes. Das finde ich schon ein bisschen krass, aber. Ja, mal schauen, wie es weitergeht, ne? Scheint so. Okay, ja. Does General Gaius know of this place? I fear he does now. What? How? One of our own has been keeping an eye on you since your travels began. A merchant, Sereth. That creepy merchant was one of you guys. How did a Moonblood operate so freely in the wildlands? He is a smart businessman. Deals in all the right places. Gaius's soldiers turn their gaze from him in exchange for free goods. However, no amount of bribery could cover up that Sereth was helping you to find us. And that's how Gaius found out. How much time do you think we have to prepare? Not long, I'm afraid. The whole purpose of Gaius's campaign is to wipe us from the face of this world. Once he knows of our final stronghold, he will send everything he has and destroy us. I see all sorts of lamps here, but no fire. Is this the way of the flameless light? It is, yes. In ancient times, the Moonbloods went by another name. We lived in a great society called the Sintok. And we wielded the knowledge to follow the way of the flameless light. Settle in, Dust. This could take a while. We sent a harness to power unlike any this world had ever seen. We built elaborate contraptions like these lamps, capable of piercing the darkness without so much as a spark. Well, obviously something went wrong, because we still have to build a fire every time Dust pulls out his map. Unfortunately, the ancient tomes do not say how the Sintok fell. And that knowledge has been lost, perhaps intentionally. All we know is that our kind were made as outcasts, and that has remained true for countless generations. For the longest time, we believed the Moonbloods were the only ones left who know of the way of the flameless light. But we were wrong. When General Gaius began his purge, there were stories of their weapons, stories of elaborate contraptions that seemed to defy the natural world. Weapons that sound identical to those of the Sintok in the most ancient of tales. What kinds of weapons are we talking about? Arrows made of light. Machines that take to the sky like birds.
And we're supposed to fight these things with your lamps. I did not say it would be easy. Nobody ever does. I did once, remember? Yeah, and you were wrong. Oh, finde ich das so süß. Was er beschrieben hat, ist Elektrizität, Leute. Habt ihr es gemerkt? Lampen ohne Funken. Sehr krass. Und das Kriegsgerät, auch wie unser modernes. Irgendwie erinnert mich das hier so ein bisschen an China und Tibet, oder? Habt ihr das nochmal so? Egal. Könnt ihr euch ja selber mal denken. Ja, was kann ich denn machen, um zu helfen, Mensch? Well, I'm here now. Is there anything I can do to help? We're spread rather thin. Our chief engineer, Sonjin, is having trouble with our camp's support systems. Go and speak with him when you can, and I'm sure he will explain further. There is also the matter of our scout, Kier. He is not checked in for many hours, but with our battle preparations, we have not been able to mobilize a proper search party. His patrol takes him east of our camp if you aim to find him. Warum ich auch nicht gesagt habe, dass ich, Jin, wie er hieß, bin, möchte ich vielleicht gerade noch mal ganz kurz erklären, weil ich finde, wir sind es nicht. Wir sind eigentlich beides, denn wir haben uns auch bei... also wir sind auch dieser, nicht rachsüchtige, aber dieser machtvolle und denn wir haben uns ja bei zum Beispiel Gianni, glaube ich heißt er, ich habe mal Giovanni gesagt, Gianni, dafür entschieden, ihm dieses Efeu ne, und so. Also von daher, wir sind gar nicht wirklich, also nicht so 100% zumindest, wir sind mehr, wir sind beide. Und dann was zu sagen. Do you need anything else? Nein, okay. Thank you, Elder. Yes. Ja, ist okay. So, Ginger, hallo. Ginger? Jin? Oh, Dust. It's you. Yeah, just me. Are you alright? I'll be fine. Just a lot to think about. Listen, about Jin. Yes? What was he like? He was very kind. Almost to a fault, really. I like him already. Yes, he had that effect on people. I like to believe it's what made you do all those wonderful things for Aurora and Mudpot. Aro was always testing me. Every time I made a choice, he would tell me if it was the right one. I was choosing whether to follow Jin or Cassius. I believe they were both trying to influence my actions. And you listened to Jin? Yeah, he's kinda hard to ignore. He is, isn't he? Or at least he was. No, Ginger. I think you were right the first time. I think Jin continues to live through my actions. He's guiding me, keeping me on the right path. But what of your other half? Cassius murdered my family, Dust. He destroyed my village, killed my friends. How can you control such a terrible being? I feel his presence every time I swing the blade of Aura. I believe the Elder was right. Without him, I'd have been cut down long ago. But Jin keeps him from taking control. As long as Cassius lives within you, though, there's always that danger. You could always be pulled to a path of evil. I won't lie. I felt him pulling me to take the quick and easy path. To leave the weak to fend for themselves, to show no mercy to those in my way. Perhaps someday you can be rid of his foul presence. Maybe, someday. For now, I need him to defeat Gaius. There's no other way. I know. Still, I'm glad we were able to talk, Dust. Me too, Ginger. I'll be back before you know it. Be careful. Haben wir nicht alle diese zwei Seelen? Oder? Also gibt es nicht immer einen Moment, wo einem eine Stimme einflüstert? Eigentlich geht es auch einfacher. Naja. Egal. Wir werden auf jeden Fall jetzt weitermachen, Leute. Ich will das jetzt... Ich will jetzt weiter. Ich will sehen. Ich will machen. Ja, es wird toll. Hallo, Mondblüter. Ist schön. Sanjin. Ah, Ingenieur. Ah, you've arrived just in time, Mithrarin. My name is Sanjin. I'm what you'd call a chief engineer, I suppose the term is. The Elder mentioned you needed some help? Yes, indeed. In the caverns below, we've set up machinery to provide the camp with power and water. Unfortunately, seismic activity has shut down both systems, so we need to get them running once more.
I have been rather preoccupied handling the battle preparations, so if you could, I would appreciate it if you went down there to examine the generators. Sure, Sanjin. I'll take a look. Thank you. You'll need to restart the generator and water pump when you're down there. We'll require both systems to be running if we're going to stand a chance against General Gaius. Ja, wieder ein bisschen Busy Work, ne? Also müssen wir beide Sachen machen. Ja, okay. Gibt's aber noch was? Ich will aber eigentlich noch nicht weitergehen. Oh, Mistviecher, ne? Glaub ich. Okay. Und hier kommen wir wieder hoch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal links. Gehen erstmal nach unten. Wir machen dann das noch schön. Oh, das wird toll. Level 50 ist, glaube ich, so das Endlevel, habe ich so gelesen. Ja, ich habe mal nachgeguckt wegen mehreren Enden. Ich habe aber leider nicht wirklich was gefunden. Oh, guck mal. Da. Aha. Ha. Deshalb speichere ich den zweiten Speicher lasse ich so. Und ich werde mich jetzt auf den anderen beiden hier bewegen. Weil ich nicht genau weiß. Aber wir haben 83%, das ist cool. Das ist cool. Okay, wir gehen erstmal hier lang. Oh, schau mal diese Lava, ey. Und diese Plattform. Das sind also Plattformen der Mondblüter. Das ist sehr, sehr interessant. Puh, das war knapp. Plattformen der Mondblüter. Huh. Achso, wir müssen sogar in die Richtung hier. Ach, wie schön. Huh. Ah, wie man sich schön wegbrutzelt. Aber es stimmt schon, ohne Fidget wären wir echt arm dran, ne? Die haut jetzt mir mittlerweile alles einfach weg. Das ist auch cool. Oh mein Gott, wie soll ich bitte da durchkommen, Leute? Ja, I thought so. Natürlich. Und weg. Und wir müssen noch ein bisschen Eis essen. Nom nom. Nein, ich will es essen, dankeschön. Und ab jetzt werden wir uns... Oh, komm, köstigen wir erstmal die Dinger. Ah ja, okay. Also durch die Lava zu rennen ist ein bisschen doof. Macht ja auch schon voll Sinn und so. Eigentlich müsste nämlich jetzt Asche sein. Nicht mehr nur Staub, sondern schon Asche. Oh, jetzt wird es aber echt knapp, ne? Das geht jetzt echt nur durch diesen... durch den Doppelsprung hier. Naja, aber sie nutzen anscheinend Wärmeenergie, oder? So wie das aussieht. Sehr klug. Sehr saubere, sehr schöne Energie. Aber gefährlich. Warum gibt es 5 Schwerter aus Elysium? Dafür brauchen wir jetzt Fidgets Fähigkeit, oder? Ja. Of course. Well done, Fidget. The camp should now be receiving power. Honestly, Fidget, where would I be without you? Probably still be wandering around in the mountains outside Aurora. No. Wait, what? What I meant to say was, don't worry about it. No, sie ist so süß. Ja, haben wir das erste schon wieder erledigt, das ist super. Anscheinend ist dieses Gebiet nicht mehr so groß. Also so wirkt es auf mich jetzt. Ja, ich würde sagen, wir machen uns einfach mal auf den Abweg. Zup. Da, hat doch gut funktioniert. Au. Und jetzt sterbe ich. Nein, doch nicht. Cool. Aber es macht ganz schön Damage. Verdammt normal. So. Wunderbar. Okay, jetzt geht's hier rum. Und natürlich bricht der Kram wieder ein, ne? Das war ja so klar. Leute. Der muss. Geil. Oh, habt ihr das gesehen? Diese Lava, wie die so zusammenfließt? Boah, ansonsten nochmal zurückspulen. Ganz wichtig. Sau cool. Aber anscheinend werden die Freunde... Warum habe ich den geheilt? Anscheinend werden die Freunde, die man finden kann, auch angezeigt. Als Schätze. Von daher sehr, sehr cool. Ich bin echt geneigt, nochmal auf eine Tour zu gehen. Und wenn ich es offscreen irgendwann privat mache. Aber das wäre schon geil. Bitte, ja, aufhören. Dankeschön. So, das scheint stabil zu sein. Das wäre fies, wenn so ein Ding einfach mitten in diesen Dings kommt, ne? Okay, wir könnten aber drüber kommen. Tihi. Oh, guck, was wir für einen Schaden machen, Leute. Hammer. Apropos Schaden. Ich hätte jetzt gern die gute Kette. Ha! 5-mal Wolfsfell. Yay!
Gib mir. Dankeschön. So, machen wir eine Kette aus Wolf. Die würde ich aber auch gerne anziehen. Vielen Dank. Boah, guck mal, was wir jetzt... Boah, wie viel Schaden Fidget macht. 2000. Oh mein Gott. Leute, wie geil ist das denn, ey? Wie geil. Okay, hatten wir noch irgendwas? Ich glaube, das hier, ne? Die Bergarbeiterausrüstung ist besser. Aber nur und wirklich nur im Rack und in der Verteidigung. Naja, aber ist egal. Wir brauchen 3. Und wir brauchen 6. Haben wir nicht mehr. Nur noch 3 Wolfsfälle. Okay, dann müssen wir hier drauf noch ein bisschen warten. Aber die kostet auch eine... Oh Gott, die kostet 30.000. Nein, die ist 30.000 wert. Ja, so wie die hier auch 15.000 und 20.000 wert sind. Geil. Coole Sache. Ob man damit einen Gewinn machen kann, wenn man die sich einfach... Wartet. Okay. Ich wollte nachschauen. Ach nee, hier ist ja eh nichts. Hier geht es jetzt nur noch darum, den Generator anzuwerfen, beziehungsweise was auch immer wir jetzt noch hier machen müssen. Wasserpumpe oder so. Oh, guck mal, da oben ist jemand. Ach, ist das schön. Machen wir sie ein bisschen leichter, oder? Ja, machen wir ihnen das Ende ein bisschen leichter. Das wäre ja sonst cruel und das sind wir ja nicht. Ne? Wir sind ja... Gin? Gin Ginger? Gin, Ginny? Ginny? Gin, Gin? Gin Boy? Keine Ahnung. Gin Bob? Gin. Ich glaube, Gin war's. Nein, komm. Nein, komm. Komm. Danke. So. Dum, 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 dum. Wir tupseln einfach mal hier durch die Gegend. Ich finde dieses Gebiet einfach auch super. Eigentlich bin ich mehr für Eisgebiet, aber das hier ist auch cool. Oh, jetzt kommt's. Well, this is the water pump. Huh. No wonder it's stuck. These vines are growing all over it. I don't want to risk damaging the pump trying to cut those vines. Maybe there's some way we can burn them off? Ah. Ja. And there we did. Alright, that seemed to fix it. Nice work, Fidget. Aw, stop. You're making me blush. Okay, that's the generator and the water pump back online. Let's return to Sanjay. Das ist im Grunde die Rechtfertigung für die ganze Reise. Dass wir Fidgets Fähigkeiten haben und damit eben jetzt hier weiterkommen. Sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir wirklich gut. Und die Läden wurden aufgefüllt. Das bedeutet, wir können uns unsere Bergarbeiterausrüstung sicher jetzt holen. Ja. Dankeschön. Bam, 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 Leute. Oh, die ist nicht... Ja gut, mehr Rack. Und das war's. Und mehr Verteidigung. Mehr Rack und Verteidigung. Das ist cool. Das ist okay. Ich würde jetzt aber gerne unseren Händlerfreund wieder treffen. Ich mochte ihn so. Aber wahrscheinlich haben sie ihn jetzt zerschnetzelt oder so. Gut, haben wir das auch erledigt. Mensch, das geht richtig fix hier. Das geht richtig fix. Tschüss, mein Freund. Tja, ist schon doof, ne, wenn man stirbt. Aber macht ja nichts. Mir zumindest nicht. Haha. Okay, das hier unten. Die 79% will ich mir frei halten. Und jetzt muss ich nur irgendwie wieder da hochkommen. Ah, so zum Beispiel. Danke. Das ist sehr liebensgewürzig von ihnen. Schwupps. So, und jetzt müssen wir nur noch rausfinden... Achso, mit Sanjin können wir jetzt mal reden. Excellent work, Miss Rarin. Now that the power and water systems are working again, we can hold our ground against Gaius' soldiers. You have saved many lives this day. Und wir kriegen gar nichts. Excellent work, Miss... Hm. Dankeschön, ist aber voll nett von dir und so. So, thing is... Hier gibt es noch irgendwo was nicht. Wir wissen wo. Oh, seht ihr diesen Blitze? Das ist so gut. Das macht so einen Spaß. Oh, da ist ein Ring. Neuer Ring? Der ist nicht neu. Der ist ziemlich kegge. Aber Objekt Drop, ne? Objekt Drop ist natürlich geil. Huh. Könnte man sich überlegen, ob man so einen nimmt. Nur für mehr Objekte halt. Und spart dann ein bisschen, aber ich meine, ja, sparen ist ja wirklich absolut nichts. Na, guck mal, wie schön. Wir können sogar hier unseren Doppelsprung nutzen. Ich glaube, das kannte ich schon. Oh. Did you hear something? Nein, ich habe nichts gehört. Außer die Uhr, die uns sagt, dass der Part schon wieder rum ist, Leute. Mensch, das geht so fix. Ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich muss das jetzt. Ah, ich will mehr sehen. Leute, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt Let's Play Dust in Elysian Tail. Lasst mir doch was Schönes da. Bewertung, Kommentare. Ich freue mich darüber. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Und ich hoffe, wir schauen uns das zu Ende auch zusammen an. Bis dann, Leute. Tschüss.